Promis und ihre Kinder sind immer ein Highlight. Nicht zuletzt, weil bekanntlich der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. So auch bei Schauspielerin Mariella Ahrens. Die 50-Jährige hat zwei bildhübsche Töchter, Isabella und Lucia. Ihre älteste Tochter Isabella ist an der Seite von Mariella längst kein unbekanntes Gesicht mehr. Und auch ihre 12-jährige Tochter Lucia, die gemeinsame Tochter mit Ex-Ehemann Patrick Graf von Faber-Castell, bekommen wir jetzt immer öfter zu Gesicht. So wie bei diesem Event. Bei der That's Life des Sinatra-Musical-Premiere in Berlin wird die Schauspielerin von ihrer jüngsten Tochter begleitet. Lucia strahlt voller Freude an der Seite ihrer Mama und scheint sich riesig auf ihren Mädelsabend zu freuen. Selbstbewusst posiert sie für die Fotografen und macht dabei einen ebenso professionellen Eindruck wie Mama Mariella. Und schaut man genauer hin, ist zu erkennen, dass Lucia ihrer Mutter wirklich sehr ähnlich sieht. Die Nase und die feinen Gesichtszüge. Es ist nicht zu verkennen, dass der Teenager die guten Gene seiner hübschen Mama geerbt hat. Die beiden geben wirklich ein tolles Duo ab. Und dass Mariella und ihre Jüngste wirklich ein unschlagbares Team sind, das haben sie bereits im Dezember 2019 beim Weihnachtsbacken mit Nutella unter Beweis gestellt. Hier wird gelacht und gescherzt, was das Zeug hält. Ja, auch bei Mariella Ahrens trifft der altbewährte Spruch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wirklich vollkommen zu.